Moin, wie angekündigt kommt jetzt das Update, weil die letzte Bestellung ist angekommen. Und ja, dann, also früh am Morgen, aber hey, ich habe den ersten Entwurf leider gelöscht, weil ich etwas dumm war. Ja, und deswegen mache ich das jetzt in aller Frühe, aber hey, ja, diesmal etwas unmetallischer als sonst, weil ich eigentlich nur eine Platte haben wollte, also explizit haben wollte, und der Rest war von meiner Wanted-Liste, und da ist ja alles Mögliche drauf. Und deswegen verzeiht mir meine Müdigkeit. Und das erste ist eine CD, das kam nicht von der Bestellung, sondern dadurch, dass ich ja bei Bleeding von Metal arbeite, in Anführungszeichen. Und ab und zu gibt es ja Promos noch im physikalischen Format und nicht nur als Download. Und so habe ich die bekommen. Eine Thrash-Metal-Band aus Esslingen, Baden-Württemberg, und die ist als im Eigenrelease erschienen, und das ist Contamination mit dem Album Traumatic Recollections von erschienen vor diesem Monat oder letzten Monat, irgendwie die letzten Monate. Wie gesagt, im Eigenrelease erschienen, dafür aber bei Forsantura im Woodshed Studio aufgenommen, also dem Herrn von Triptychon und Dark Fortress. Ja, davor gab es ein Album, das kenne ich aber nicht, und das ist quasi das zweite. Und es ist richtig geil, also richtig geil ist übertrieben. Es ist guter 90s Trash im Stile von Beneath the Remains von Sepultura, Demolition Hammer, Incubus, Slayer, etwas, nicht wirklich. Viel Blastbeat, es gibt Blastbeats, es gibt den Trashbeat. Eigentlich gibt es nur bei Curse of the Tomb mit Tempo und dem Instrumental Lost in Psychotic Dreams, was mit 12 Minuten absolut zu lang ist. Die restlichen Songs sind echt gut, aber das Album ist ein bisschen zu lang, und halt gerade das Instrumental hätte gerne 6 Minuten lang sein können, es ist aber 12 Minuten lang. Aber ansonsten ist das eine echt feine Scheibe, und dafür, dass ich dafür nicht bezahlt habe, kann ich auch dafür Werbung machen damit. Also wer auf fett produziert, leitend modernen Thrash Metal steht, kann hier gerne reinhören. Okay, Booklet hat sich gerade verabschiedet. CD einmal. Schön auch richtig oldschool mit den Songtiteln und die Spielzeiten. Ja. Nicht besonders. Booklet, Texte, wie sich das gehört. Texte, Qualität ist in Ordnung. Also wie gesagt, wer so auf richtig in die Fresse Thrash Metal steht, der aber nicht rumpelig ist und auch nicht oldschool produziert ist. Man muss schon mit einer modernen Produktion leben können. Hier die Band ist ein. Ja, ist ein Quartett. Ist ein Quartett. Wie gesagt, kommen aus Esslingen, Baden-Württemberg. Keine Ahnung, wo das ist. Ich habe die jetzt zum Reviewen bekommen, und ich fand die echt gut. Nicht überkrass gut, aber echt gut. Und wie gesagt, wer auf so richtig fetten Thrash Metal steht, der auch nicht vor Blastbeats halt macht oder gerne mal Elemente aus dem Death Metal übernimmt, der darf hier gerne mal reinhören. Contamination mit dem Album Traumatic Recollections. Und dann kommen wir zu der Bestellung. Wie gesagt, die Bestellung ist bis auf eine Platte komplett unmetallisch, weil, wie gesagt, das war der Grund, warum ich sie bestellt habe. Okay, dann fange ich auch mit der Platte an, warum ich mir das Ganze bestellt habe. Und dann kommt halt relativ viel Oldies-Kram, wo ich froh bin, dass ich den habe, und für den Preis konnte ich einfach nicht Nein sagen. So, das ist nämlich der Grund, warum ich da bestellt habe. Chelsea Wolf mit dem Album His Spoon erschien 2017. Boah, ich weiß gar nicht, wie oft ich dieses Album schon gehört habe, obwohl ich das noch nicht mal in meiner Sammlung hatte. Aber ich habe das schon so oft gehört, und ich wollte es unbedingt auf Vinyl haben. Also, das ist, lass mich nicht lügen, meine Liebste oder Zweitliebste. Ich bin mir nicht sicher. Chelsea Wolf Veröffentlichung, die aktuelle habe ich leider noch nicht gehört. Blessed Violence, glaube ich, hieß die. Ja, die ist ja nach den zwei etwas mainstreamigeren Alben erschienen, nach der Pain is Beauty und der Abyss. Und die ist wieder düsterer, mehr Metal-Riff und einfach düsterer und härter und besser, weil das Songwriting auch besser ist. Wobei die Vorgänger jetzt nicht schlecht sind, die sind auch geil, aber das ist schon echt. Das ist schon eine 9 bis 10. Okay, einmal hier das Artwork, Rückseite mit den Songs. Sind anderthalb Platten. Die letzte ist geetched, hat Etching.
hier schön die Lyrics. Keine Ahnung, was das mit den Haaren bedeuten soll. Scheinbar ist das. Kam mit einem Download-Code, falls es irgendjemanden interessiert. Also, ich nutze die tatsächlich, um die unterwegs zu hören, aber ich weiß nicht, für viele, die nutzen die nicht. Also, von daher, wenn es interessiert, da ist ein Download-Code bei. Kommt im schwarzen Vinyl. Hier, da ist das wieder mit den Haaren nochmal. Gab es noch ein Ochsblatt, dies ist aber Limit, also ein Oxfordblatt. Oxfordblatt irgendwie, oder wie heißt das? Ochsblatt, keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall im Rot. In irgendeinem Rot gab es die. Die war aber limited und die kostet auch dementsprechend auf jeden Fall. Chelsea Wolf, Metal, Gitarren, Elektro, ein bisschen Singer-Songwriter irgendwo. Also in der Art der Musik, nicht in der Musik an sich, sondern eher so in der Präsentation. Elektro, ihre Stimme ist schon sehr, geht unter die Haut, weil die schon sehr leidvoll ist, sage ich mal. Oder anders gesagt, das ist die Stimme einer Frau, die mehr gesehen hat, als sie sollte. Kann man das so sagen? Ich glaube, ihr wisst, was ich ausdrücken möchte. Ja, hier dann nochmal ein paar Bilder. Seite C erstmal. Ja, und dann hier steht nochmal der Albumtitel auch wieder in diesem H-Look. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Ja, man kann es ganz gut erkennen. Ich sehe es auf meinem Handy, dass man es gut erkennen kann. Hisbun. Ja, ich finde, es ist eines der besseren Chelsea Wolf-Alben, weil es halt wieder düster ist, es ist härter und es ist eben nicht mehr so eingängig, aber es ist nicht, ja, es ist ein echt gutes Album. Also, wie gesagt, ich habe die schon so oft gehört. Der Opener allein schon ist so geil und dann der zweite Song auch. Hier, wie heißt denn? Boah, ich kann mir Songtitel so scheiße merken. Also, der Opener ist geil. Spoon, Sick die Zeig ist geil. Paar Tickelflachs ist geil. Also, jeder Song. Also, hier sind echt richtig gute Dinger drauf. Zwei Zwischenstücke. Also, so eins der besten Chelsea Wolf-Alben. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin kleiner Chelsea Wolf-Fanboy, also von daher kann ich da gar nicht subjektiv sein. Wie gesagt, bin froh, dass die härter ist und die gehört für mich zu den besseren Chelsea Wolf-Alben. Ja, was kommt als nächstes? Wie gesagt, der Rest ist nur noch so Oldie-Kram, weil das hatte ich auf meiner Wanted-Liste, warum auch immer. Manchmal bin ich bei Discogs unterwegs und dann gehe ich auf irgendwelche random Genres und tue da Alben, weil ich höre eigentlich fast alles. Metal ist natürlich meine Lieblingsmusikrichtung und Black Metal besonders. Also Black Metal steht bei mir an erster Stelle, aber ich höre halt so viel Unterschiedliches, dass dann echt so Sachen, wo ich mich dann hinterher frage, wie kommt ihr auf meine Liste? Aber ich bin froh, dass ich sie habe, weil sie einfach gut sind und sie mir gefallen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die nächste Platte ist eine 10-Inch Reckless Eric, self-titled, erschienen 1979 über Springfield. Springfield, Leute. Steve Records. Der Typ ist ein englischer Gitarrist und das ist so typischer 60s-70s-Rock'n'Roll mit ein bisschen Punk. Viel sehr pompös mit Bläsern und allem Möglichen. Also gerade die B-Seite ist sehr pompös. Also hier sind alles mögliche an Instrumenten. Wir haben Gitarre, wie schon gesagt, ist ja ein Gitarrist. Tenor, wir haben Saxophon, wir haben Piano. Orgel. Und das ist halt, wie gesagt, das ist herrlich naiv, herrlich unbekümmert und ja, mega ironisch. Und wie gesagt, die B-Seite ist richtig geil, weil die so noch ein bisschen pompöser ist. Und wie gesagt, der Typ nimmt sich überhaupt nicht ernst. Also sowohl was die Präsentation angeht, als auch die Musik. Das heißt, man merkt allein in dieser Musik schon eine gewisse Art von Humor. So. Platte kam. Wie gesagt, sowas, da weiß ich nicht mehr, wieso das auf meiner Liste ist, aber hey, es steht da, also hat es einen Grund. Kommt im braunen Vinyl, klassisch gelabelt, viel für die Zeit. Und ja, wie gesagt, rockig, also so nicht kein richtiger Rock, es ist schon Rock'n'Roll, so der Anfang, also anfänglicher. Wie gesagt, sehr pompös an manchen Stellen, viel Humor, viel sehr. Eine gewisse Ironie, eine gewisse Unbekümmertheit und Naivität ist drin und das gefällt mir gerade deshalb, weil es was, dadurch was ganz anderes ist. Ja, A-Seite ist gut, die B-Seite ist besser. Also, wenn ihr reinhören wollt, verlinkt da eh irgendwie einen Song und der wird also von der B-Seite dann mal schauen, was ich da verlinken werde. Ihr kennt das Prozedere. So, dann geht's weiter mit komischer Musik, wo ich nicht mehr weiß, woher sie kommt, aber es.
Das Album ist sowas von, also ich habe es jetzt ein oder zweimal gehört, einmal habe ich es gehört und es ist sowas von kein Album, was zeitlos ist, weil es einfach so dermaßen Ende der Sieb den Zeitgeist, also den musikalischen Zeitgeist der 70er, Ende der 70er, Anfang der 80er, inklusive dieser typischen Radio-Rock-Produktion. Und das ist verwunderlich, weil man mir gesagt hat, das ist eigentlich eine Krautrock-Band. Das heißt, ich muss mich mal mit den früheren Alben beschäftigen, ob die wirklich so experimentell sind, wie man das für das Genre erwartet, weil das ist halt einfach feinster 70er, 80er Jahre Radio-Rock. Und die Rede ist von Wallenstein Blue Eyed Boys. Wie gesagt, ich frage mich, warum ich sowas auf der Liste habe. Aber ich finde es gut. Erschienen damals bei auch ihm RCA, keine Ahnung, sagt mir nicht. Ist halt so richtig typischer. Da kann man nicht viel zu sagen, weil das halt wirklich so typisch ist, dass das stellt euch einfach irgendeine so Radio-Rock aus den 70er, 80er vor. Dann wisst ihr ungefähr, wie das klingt. So. Und die Songs sind echt cool, so Havana Live oder auch Work for the Blue Eyed Boys ist ziemlich cool. If is hard an der Kitschgrenze ist aber auch ganz cool. Okay, der Titeltrack ist auch an der Kitschgrenze. Aber hey, es macht Spaß. Die Bandfotos sind halt ziemlich beknackt. Das habe ich dir schon gezeigt hier. Nochmal, die Bandfotos sind echt beknackt. Aber es passt halt absolut in diesen, ja, ich sage ja, in diesen Zeitgeist. Lyrics relativ dünn. Die Platte ist auch relativ dünn, aber die Pressung ist absolut in Ordnung. Kann man nichts zu sagen. Seite B, Seite A, typisch klassisch gelabelt, wie die Musik damals war. Und wie gesagt, wäre so typisch, wer so gerne mal so die Platten von Vater, sag ich mal, auf den Plattenteller legt, der kann sich das mal geben. Wallenstein mit dem Album Blue Eyed Boys. Wie gesagt, die Anfänge sollen Krautrock gewesen sein. Das heißt, das könnte sogar für mich echt interessant sein, weil ich mag Krautrock, aber das hier ist, ja, davon brauche ich nicht viel, aber das ist echt cool. Das ist jetzt nichts, was ich immer höre, aber manchmal, wenn ich es früher mag, darf es auch gerne mal sowas sein. Wallenstein, Blue Eyed Boys. Next ist, jetzt wird es wieder härter, nämlich ist es Punkrock aus den, auch Ende der 70er. Und das ist eine englische Band und es ist sehr, es ist leicht schräg. Es ist jetzt nicht ganz so krass hart. Es ist die andere Person, der ich das gezeigt hatte, meinte, das klingt wie Talking Heads in wütend. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so typisch, ja, englischer Punk, sehr, auch wieder sehr naiv, sehr, und wie gesagt, leichte schräg, das Ganze. Und die Rede ist von Punishment of Luxury mit dem Album Loudoun Academy, erschienen bei United Artists Production. Hier sieht man, es ist sowas von dünn. Also die 80er, also die. Hey, ich habe dafür jetzt nicht viel bezahlt, darum geht es auch nicht, aber die Qualität ist echt scheiße in den 80ern gewesen. Das ist nicht mal Milchkarton, das ist sowas von wabbelig. Ja, es ist auch eine Originalpressung, also die hat schon 30 Jahre hinter sich. Aber die Platte war super, in Ordnung halt. Bei allen war der Tonträger echt in Ordnung. Ich habe die halt alle gebraucht geholt. Über Discogs. B-Seite hatte ich Rückseite nicht spektakulär. Hier noch so ein Bild, was das Album ganz gut wiedergibt, nämlich schräg, bewusst, wir wollen anders sein. Hey, Punk, sowas. Wir wollen nicht nur Punk machen, wir wollen anders sein. So ungefähr Punk ist das, ne? Und das Ende der 70er. Also, wer sowas mag, kann sich auch das hier, wie gesagt, das wird alles verlinkt. Ich kenne mich in der Musikszene nicht so, außer ich mag Punk, aber nicht so die Anfänge habe ich nicht viel miterlebt. Eher so später so Sachen wie Bad Religion oder auch. Sowas halt, da kenne ich mich etwas aus, aber was das angeht, da versuche ich dazu zu lernen und deswegen, ich finde die echt cool, die ist schon rockig, hat schräges, kauziges schon fast und ist ganz lustig und macht Spaß und das ist ja die Hauptsache und deswegen kann ich die empfehlen, das ist, ja, Empfehlung ist das. Alles sowieso. Hier. Punishment of Luxury mit dem Album Loudnik Academy, erschienen bei Universal Artists und ist von 1979. Die Band hat auch nur zwei oder drei Alben und ist recht unbekannt.
Und Pallades Baguette von unbekannt zu einer der bekannteren Sachen, beziehungsweise die einzige Kölsch-Rockband, nämlich BAP. Und das ist die fünfte. Welche seid ihr welchem Bier? Ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Richtig geiles Album. Ich mag BAP, ich mag die ersten Alben ganz gerne. Keine Ahnung. Ich habe die damals angefangen zu hören, weil die einen Rockhard, der hier, der Boris Kaiser, hatte die in seiner Playlist. Und ich habe immer fleißig mitgeschrieben damals. Und ich fand die ganz cool. Dass ich sowas höre, finde ich so erschreckend. Aber hey, es ist. Ja, BAP, es ist die Original. Die First Person noch von 1984 tatsächlich. Auch hier wieder wabbelig as fuck. Also, hier kann man sehen, also, der Karton knickt beim Angucken. Also, mal ganz im Ernst. Aber hey, der Tonträger ist absolut top gewesen. Und dafür, dass die Platte fast 30 Jahre hinter sich hatte, ist das schon echt in Ordnung. Ich habe, glaube ich, ja, ich habe 5 Euro für die bezahlt. Die A-Seite ist phänomenal. Hier. Bahnhofskino ist richtig schön nachdenklich. Drei Wünsche, so ein richtig geiler Pop-Rock-Song, richtig schön eingängig. Bester Song für mich ist Dis Nacht ist alles drin. Richtig geiler melancholischer Start und der Refrain ist so zum Niederknien. Und Sendeschluss ist die typische. Ich sitze deprimiert an der Kneipentheke. Ballade, die aber auch richtig geil ist, natürlich mit Streichereinlagen. Hey, ja, kommt einmal das Vinyl, oder erst das, komm, erst das Booklet. Ja, man merkt, das ist schon recht alt. Richtig cool ist, dass die, erstmal hier so ein paar Bilder, richtig cool ist, dass erstens zu jedem Song steht, wie er entstanden ist. Das finde ich ganz nice. So, dass du hier wirklich nachlesen kannst, wie der Sänger zum Beispiel auf die Texte gekommen ist. Da steht bei jedem Song bei. Und richtig cool ist, weil die ja auch wirklich Kölsch singen, dass die wirklich hier, ihr seht, also die unterstrichenen Wörter sind immer die kölschen Wörter und darunter steht dann immer das deutsche Wort, damit auch nicht Kölsche dieses Album absolut verstehen können. Das finde ich cool. Ja. Text, Line-Outs nennt man das, also wirklich richtig geil gemacht, dass man wirklich nachvollziehen kann, wie die auf die Texte gekommen sind. Das ist cool. Das hat man nicht oft. Also klar, bei Remastered, also bei Neuauflagen, also so Wiederveröffentlichungen hast du das, bei Deluxe-Sets und so, aber bei der regulären, das ist ja das ist die reguläre Normalveröffentlichung und dass die das trotzdem da haben, finde ich cool. Also, BAP ist echt, das ist Pop, der eigentlich peinlich, also Pop, Rock, Pop, wie auch immer man das nennen möchte, der nicht peinlich sein muss, weil die Musik ist echt gut. Damals war Radiomusik einfach nicht scheiße, wie heute. Und die Musik ist echt gut und vor allem, die Texte sind smart. Die Texte haben Aussage. Die Texte sind mitten aus dem Leben gegriffen. Und ja, das ist eine echt sympathische Band. Aber mir wurde schon gesagt, dass die danach dann doch extrem glatt sind. Und extrem kommerziell, also noch kommerzieller ist das hier. Und das heißt, ich werde mich dann wohl mit den ersten 5 Alben beschäftigen und die danach dann vielleicht mal gucken, ob ich die mir noch hole. Ansonsten, aber die ersten 5 werde ich mir auf jeden Fall besorgen, weil ich finde, die bin echt gut. BAP, Zwischen Salz hier weg und Bier. Richtig geil ist auch, dass das hier so, ist das ein nennt man das Prägedruck, dass die quasi so rausstehend sind, die Salzstangen. Also, wer sich mit denen mal beschäftigen will, das Album ist. Damit kann sie echt gut anfangen. Also ich habe auch damit angefangen und ich finde das Album richtig gut. Und würde das nicht kennen, hätte Boris Kaiser das damals nicht in seiner Playlist. Also hier, diese Albumcharts, was der Redakteur am meisten im Monat gehört hat. Und hätte er den nicht drin gehabt, würde ich diese Band nicht kennen. So, das war's wieder von mir und ich würde sagen.